Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um 2-in-1 Produkte gehen. Und zwar um Babyprodukte, die auch für die Mami gut sind. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch an. Mein erstes Produkt wäre der Babypuder, der natürlich gut für den Popo des Babys ist, aber genauso gut als Trockenshampoo benutzt werden kann. Zuallererst kämmt ihr mal eure Haare durch, dass der Puder auch richtig schön zwischen eure Haare kommt. Dann legt ihr ein Handtuch um eure Schultern, dass ihr nicht voller Puder seid am Schluss. Es geht nämlich auch ziemlich blöd weg nur. Ja, und dann macht ihr das einfach schön auf euren Ansatz drauf, massiert es ein mit dem Handtuch und dann wird es eigentlich nur noch ausgekämmt und schon seid ihr fertig. Produkt Nummer 2 wäre Babyöl. Babyöl ist natürlich sehr gut, wenn das Kind einfach einen wunden Popo hat. Es ist aber auch genauso gut, um zum Beispiel hartnäckige Flecken wie Karottenflecken rauszukriegen. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Bei mir hat es bis jetzt immer sehr gut geklappt und ich habe es wirklich mit nichts anderem rausbekommen. Ich musste erstmal einen Karottenfleck provozieren. Zuerst wascht ihr den Fleck etwas aus mit normalem Leitungswasser und dann kommt auch schon das Öl drauf, das ihr gut einmassieren solltet. Dann verschwindet der Fleck eigentlich auch schon. Ich mache dann am Schluss immer noch ein bisschen Spülmittel drauf, dass der Fettfleck einfach wirklich auch weg ist. Produkt Nummer 3 wären dann Babytücher, die man zum Abwischen des Popos nimmt oder auch fürs Gesicht oder für die Hände, wie man eben möchte, die beliebten Feuchttücher einfach. Und die kann man super als Abschminktücher benutzen und die öligen sind auch wirklich gut bei wasserfestem Augen-Make-up, bloß würde ich danach dann doch noch was anderes drüber machen, da das Öl nicht so gut ist für die Poren. Aber ihr kriegt gut wasserfestes Make-up damit weg. Außerdem verträgt die Haut diese viel besser, weil sie einfach keine wirklich schädlichen Stoffe drin haben. Zumindest die von Babylove nicht. Einmalwickelunterlagen sind natürlich total praktisch, wenn man unterwegs ist oder wenn man in einer öffentlichen Wickelstation ist und sein Kind nicht einfach darauf legen will. Man weiß ja nicht, was davor da war, ohne alles desinfizieren zu müssen. Diese Einlagen könnt ihr aber genauso gut bei euren Haustieren in das Körbchen legen, wenn ihr wisst, dass sie gerne mal einpullern, wenn sie Angst haben. Es saugt wirklich sehr gut, eigentlich wie eine Windel und viel besser als ein Handtuch. Zuerst feuchtet ihr den Pinsel an. Dann kommt das Kindershampoo auf die Hand und ihr macht kreisende Bewegungen mit dem Pinsel. Dadurch löst sich der Schmutz auf jeden Fall sehr gut und ich würde euch kein normales Shampoo empfehlen, da das die Borsten angreift. Kindershampoo ist da einfach milder und besser. Das war's mit meinen Top 5 Produkten, Mami und Baby, die man einfach auch noch anders benutzen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das auch gerne, um kein Video mehr zu verpassen. Das würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.